Jo Leute, willkommen wieder zurück zu Let's Hack. Jo, vor mir hat der No Cheat Update. Hat so ziemlich jeden einzelnen Speed Mode gefixt. Natürlich haben wir schon direkt einen neuen. Beziehungsweise zwei neue. Wobei einer nicht so geil ist. So. Speed ist noch nicht perfekt, der Mode hier. Wird noch überarbeitet. Soweit ich weiß. Jo, es gibt jetzt auf jeden Fall AC-AIDS. Ist halt so ein AIDS-Hop-Speed. Ja. Mit Strafe wäre das besser. So. Dann ist es halt langsam, aber man kann da wenigstens strafen. Oh, der fuckt die Killer da tatsächlich ein bisschen ab. Jo. Dann gibt es jetzt auch noch AC Jump. Ist halt der Speed hier. Jo. Nofall wurde auch gefixt und der Teleport Tower. Jetzt müssen wir halt mit dem Motion Tower vorne spielen. Der ist ein bisschen umständlicher, weil man da mal mitten in den Block reinstehen muss, wenn man sonst gefleckt wird. So. Ach mein Gott, laufe ich dem hinterher. So, stirb. Gib Eisenschwert. Es gibt jetzt auch Block-ESP. Bei dem kann man Sachen einspeichern. Dann ist da halt ESP rum. Ich habe jetzt leider keine Minecraft-ID-Liste. Weil man muss das über die IDs machen, dass es gut funktioniert. Ich kann hier Block-ESP. Und dann hier ID. Ich kann hier Ladder mal machen. Und dann werden hier alle Ladders halt mit einem ESP umgeben. Jo. Ist, glaub, ziemlich sinnvoll, wenn man irgendwelche bestimmten Sachen gerne markiert haben hätten wollen. Lol. Ich muss auf jeden Fall nachher noch im Bett was gehen. Wir haben auch ein kleines Scaffold-Update bekommen. Es wirkt leider nicht mehr so gut mit dem Speed. Wird vielleicht noch gefixt. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Man kann es auch Lock-ESP clear machen. Ich bin echt zu dumm, das zu schreiben, Mann. Und dann ist halt die ESP-Liste geklärt. Jo, das war's von der Runde QSG. Und wir sehen uns dann gleich im Bedwars wieder. Und ich habe mal Swearmer sogar Outbreak vor 2 Tonnen stehen. Sonst findet man mich ja nicht mehr. Ja, wir sehen uns dann gleich in der Runde Bedwars wieder. Jo, Leute, da sind wir auch schon in der Runde Bettenkrieg. Ich bekomme einfach null Zeug, Alter. Gib mir doch auch mal. Ach du Stück Code, Alter. Wie behindert muss man sein, um Legit zu spielen? Oh ja, ihr seht ja auch schon den neuen Scaffold-Modus. Es gibt ja den Expanded Mode. Den kann man jetzt auswählen. Und dann baut es halt immer so ein bisschen weiter vor ihm die Blöcke. Ja, schlecht finde ich es nicht. Ist vielleicht ein bisschen besser für Speed. Und ich habe bei Block ESP mal die ID 26 eingesperrt. Das nehme ich hier Betten. Jo. Da sieht man jetzt halt Betten. Gib mal noch ein Eisen. Danke. Naja, Speed ist jetzt nicht so praktisch für Bedwars. Weil das ist eher nur für gerade Flächen geeignet.
Aber egal. Wir kommen auch ohne Speed klar, lol. Einen richtigen Hacker hält nichts auf. XD. Jo. Man kann sich jetzt leider auch nicht mehr hochbuggen. Wurde auch mit dem Update gefixt. Jo. Hey, ich hätte... Ach du Scheiße, die haben schon Bogen. Alles läuft bei denen. Wäre vielleicht praktisch, wenn die mich jetzt nicht abschießen würden. Gerade wenn ich versuche, an das Team auszulöschen. Gut, der Stone. Ach ja, deswegen Speed nicht. Oh. Ich glaube, der Badfucker hat ein Update bekommen. Der funktioniert viel besser. Habe ich so das Gefühl. Das gefällt mir auf jeden Fall. So. So, den hätten wir. So, der soll mal runterkommen und sterben. So. Ich glaube, der hat echt ein Update bekommen. Alles klar, Mann, wie gut der jetzt funktioniert. Alter, der gefällt mir jetzt, Mann. Der gefällt mir richtig gut. So. Wespet hat denn noch? Wo bin ich? Kingot. Nur noch grün und der gelbe hier leben. Und er versucht mich natürlich runterzuschlagen. Weil er so schlau ist. So. Ja, ein bisschen geht es auch hier. Mit Speed aber nicht ganz so gut. Und vom Delay geht's nicht, weil es ist ja ein Jump Speed. Ach, ah, okay. Jetzt ist er tot. Und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Runde bei etwas wieder. Und man kann hier auch nicht hüpfen mit dem Jump Speed. Aber, ja, wir sehen uns dann gleich in der nächsten Runde wieder. Da sind wir auch schon in der nächsten Runde. Wir spielen jetzt 8x1. Und der Badfucker hat irgendwie echt ein Update bekommen. Er funktioniert einfach viel besser. Habe ich so zumindest das Gefühl. Ich weiß ja nicht, ob es stimmt. Aber mein Gefühl ist nicht schlecht. Glaube ich. So, hier noch eben ein Eisen abwarten. Ja, und dann möchte ich auch noch gleich mal zu dem Problem was sagen. Ich nehme ja auf, ein ziemlich guter Quali und alles. Aber irgendwie sieht das nach dem Rendern nicht mehr so gut aus. Und sobald es auf YouTube ist, sieht es dann einfach mal mega scheiße aus. Ich weiß nicht, an was es liegt. Ich glaube, 3 Stunden Rendern sind da ein bisschen... gay. Für so eine Quali. Aber egal. So, hi. Ich muss auf jeden Fall noch was rumprobieren. Schneideprogramm. Muss auf jeden Fall besser werden. Ach, man kann... Ne, Steglaufen geht immer noch nicht so ganz perfekt. Könnte besser sein. Lol. Ich muss mal eben neue Blöcks kaufen. Und ich habe so ein Gefühl, dass einfach mein Ton viel zu laut ist. Ja, es sollte aber eigentlich passen.
So, perfekt. Noch mehr Blöcke. Oh, jetzt hat es sogar geklappt, dass wir hochpacken. Ist mir auch neu. Kann man jetzt nicht einfach so nach oben laufen? Ja doch, ein bisschen geht's. Ich weiß, ich mach das jetzt nicht. Will's jetzt nicht riskieren. Aber ich habe da Killer rausgemacht. Ich bin ein guter Bad-Wars-Spieler. Möchte ich Killer oder ausschalten? Sehr intelligent. Cool. Hier noch kurz eine Dreierbrust. Fail. Noch mehr Fail. Das teste ich jetzt. Ob man da so nach oben laufen kann. Ja, ein bisschen. Dann wird halt ein bisschen gefleckt. Aber sonst geht's eigentlich. So, ich glaube, der hat das Team verlassen. Hat auch gar kein Bett mehr. Sonst wäre da so eine schöne ESP-Box rum. So. Alter, es funktioniert halt einfach irgendwie viel besser. Entweder wurde der Badfucker massiv verbessert oder Gomme hat sich massiv verschlechtert. Noob. Alles klar, das war's halt schon. Wir sehen uns dann nochmal in einer kurzen Runde Quick Survival Games. Okay, nein, das war's von der Folge Let's Hack. Wir sehen uns dann morgen wieder und tschüss.